Ich eröffne nun die Aussprache. Und zuerst hat das Wort für die Bundesregierung der Minister Dr. Robert Habeck. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen und danke, dass ich zum Einstieg in der Debatte kurz das Wort bekommen kann und reden kann. Alleine die schiere Zahl und der Umfang der Gesetze zeigt, was gerade Phase ist, dass wir in einer Zeit leben, wo die Energie und die Energiesicherung sicherheitsrelevant für Deutschland und für Europa geworden ist. Mit diesem Gesetzespaket, mit diesem, ich würde sagen, größten Gesetzespaket im Energiebereich der letzten Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, ziehen wir notwendige und dringend erforderliche Veränderungen nach. Die Gesetze sind umfänglich. Das große EEG sorgt dafür, dass wir die Mengen an Energie, die wir zur Einhaltung der klimapolitischen Beschlüsse der Vergangenheit brauchen, auch bereitstellen können. Die erneuerbaren Energien bekommen jetzt das überragende öffentliche Interesse und damit auch in der Abwägung von Schutzgütern in vielerlei Hinsicht einen Vorrang. Die EEG-Umlage wird mit diesem Gesetz final abgeschafft. Mit dem Wind auf See gesetzt, würden die Ausbauziele offshore auf 30 Gigawatt 2030 und dann 70 Gigawatt 2045 festgeschrieben und hochgeschrieben, sodass wir auch industriepolitisch ein klares Signal geben, was wir in Deutschland in den nächsten Jahren machen werden und brauchen werden. Es gibt ein neues Ausschreibungsdesign. Zum ersten Mal werden qualitative, also auch die umweltschonende Kriterien mit in die Vergabe mit einbezogen. Und der Ausbau der Netze wird in Zukunft, genau, das finde ich auch ganz großartig, der Ausbau der Netze wird in Zukunft durch die Ausschreibung ebenfalls von den Windkraftparksbetreibern mitfinanziert. Das Wind-an-Land-Gesetz, sorgt für eine faire und gerechte Verteilung und die Möglichkeit von Handelsmöglichkeiten untereinander, sodass wir nicht nur fordern, sondern in diesem Fall die Länder auch in die Pflicht nehmen, die Ausbauziele, die wir als gemeinsame Kraftanstrengung in Deutschland leisten müssen, gemeinsam zu tragen. Das Ersatzkraftwerksbeschaffungsgesetz gibt uns in der aktuellen Situation die Möglichkeit, Gaskraftwerke aus dem Markt rauszudrängen, indem wir die Reserve, die dafür geschaffen wurde, in Notsituationen Kohlekraftwerke hochzufahren, in diesem Fall nutzen. Und das Energiesicherungsgesetz schon einmal in dieser Legislaturperiode angepackt, ein 50 Jahre altes Gesetz. Ich weiß noch, dass Kollege Olli Krischer, der jetzt ja andere Aufgaben hat und Kollege an anderer Stelle geworden ist, hier gesagt hat, er hofft, dass es nie genutzt wird, weil es so ein scharfes Schwert ist. Aber es sorgt dafür, dass wir es nutzen können, dass viele Optionen geschaffen werden. Und ich bin dankbar, ich bin wirklich dankbar auch der Opposition, der Unionsopposition, dass es gelingt oder hoffentlich gelingt, vor den Sommerferien das Arsenal der Möglichkeiten noch einmal zu erweitern und zu präzisieren. Wir sind in einer Phase, wo wir uns alle Optionen des Handelns erhalten müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, insofern mit der Dankbarkeit. Dass das so möglich ist und konstruktiv möglich ist, möchte ich dem ganzen Haus, jedenfalls dem Haus, den Teil des Hauses, das konstruktiv gearbeitet hat, und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, nicht nur konstruktiv, sondern bis an die Grenze der nervlichen Belastbarkeit gearbeitet hat, ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Es war ein großer Kraftakt und ein notwendiger Kraftakt. Und dieser notwendige Kraftakt, das kann ich mir dann doch nicht verkneifen bei aller Freude, dass dieses große Werk hoffentlich jetzt gelingt, wurde gestern vom Oppositionsführer als Schönwetterpolitik dargestellt. Vielleicht mit folgenden Anmerkungen. Wenn man sich vor Eisbergen fotografieren lässt, aber vergisst, dass Eisberge schmelzen, wenn man aus allen möglichen Dingen aussteigt, zu Recht, aber vergisst, dass man dafür eine Infrastruktur ausbauen muss, wenn man klimapolitische Beschlüsse fasst, sie aber nicht mit Maßnahmen hinterlegt, dann lässt man Deutschland im Regen stehen. Und das haben wir. Das haben wir in der Vergangenheit erlebt. Immer größere Abhängigkeit von russischen fossilen Energien, mangelnde Diversifizierung,
Nichteinhaltung der klimapolitischen Ziele, schleppender, ja zusammengebrochener Ausbau der erneuerbaren Energien, Zerstörung der Solar- und in weiten Teilen auch der Windindustrie, die wir hier in diesem Land schon hatten, Verlust von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen und einem marktwirtschaftlichen Hochlauf für die Zukunftstechnologien, Bremsen in Europa, kein Plan, kein Überblick, aber sagen, das, was wir jetzt machen, ist Schönwetterpolitik. Sehr geehrte Damen und Herren, buchstäblich steht Deutschland im Regen. Hätten wir diese Pakete vor 10 Jahren durchgezogen, wir würden ganz anders heute dastehen. Insofern, was wir hier machen, ist, Deutschland wieder in eine energiepolitische, sichere Zukunft zu führen. Vielen Dank. Der Bundeswirtschaftsminister mit einleitenden Worten zu dieser Debatte, an deren Ende 5 namentliche Abstimmungen stehen werden, unter anderem 4 zum Thema erneuerbare Energien. Und wir werden jetzt hören, was die Opposition zu Robert Habecks Ausführungen sagt. Andreas Jung für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem speziellen Fall auch Herr Direktor, verbunden mit einem ganz herzlichen Dankeschön für Ihr Wirken auch seitens unserer Fraktion. Herr Minister Habeck, neben den dringlichen Fragen der Energiesicherheit geht es mit dem Osterpaket zum Ausbau der erneuerbaren Energien heute Vormittag um ein herausragendes Projekt dieser Bundesregierung. Ich frage Sie, warum sind Sie als Wirtschafts- und Klimaminister denn eigentlich der einzige Minister dieser Bundesregierung, der heute auf der Regierungsbank sitzt? Ich frage mich und ich frage die Zwischenrufer aus der SPD, wo ist der Klimakanzler? Der Platz des Klimakanzlers ist leer. Und es ist beispielhaft nicht nur in diesem Parlament, es ist beispielhaft auch für seine Linie in vielen Fragen. Ich frage die Vertreter der FDP. Der Finanzminister spricht von Heimatenergie. Bei diesem Thema heute ist es konkret geworden. Gerade eben hat die Vertreterin der Grünen, Ingrid Nestle, draußen gesagt, man könne ja jetzt nur das EEG anfassen und nicht auch das machen, was wir fordern, was der Bundesrat fordert, nämlich die Steuerfreiheit für PV-Anlagen auf dem privaten Hausdach. Fordert der Bundesrat, bringen wir in einem Antrag ein. Sie lehnen es ab. In Ihrem Entschließungsantrag sagen Sie, wir wollen es mal prüfen. Und der Finanzminister ist nicht da. Der könnte nämlich handeln. Und damit vergeben Sie Chancen, nicht nur, dass viele nicht da sind, es werden inhaltlich Chancen vergeben und Potenziale liegen gelassen. Und Herr Minister, ich respektiere, dass Sie sich eben bei der Opposition bedankt haben, weil in der Tat, es liegt an unserem Verzicht auf formale Möglichkeiten, dass Sie diese Gesetze heute abschließen können. Ich sage aber genauso dazu, ich bin wirklich der Überzeugung, und ich sage es ganz ruhig, dass Sie eine große Chance vertun mit diesem Gesetz. Nie war die Bereitschaft bei allen Beteiligten so groß. Nie war die Chance so groß, in Deutschland einen erneuerbaren Konsens über die Grenzen von Regierung und Opposition zwischen Bund und Ländern zu erreichen. Sie haben eine Reise durch die Bundesländer gemacht. Und dann haben Sie es dabei belassen. Ich habe hier, und unsere Fraktion hat mehrfach auch unsere inhaltliche Zusammenarbeit angeboten, weil wir die Ziele, den Ausbau der Erneuerbaren, die Beschleunigung, Klimaneutralität, weil wir die teilen. Wir haben unsere inhaltliche Bereitschaft dazu angeboten. Es gab von Ihnen keinen einzigen Versuch, diese Bereitschaft abzurufen. Es hat dazu kein Gespräch gegeben. Und Sie haben nach der Reise durch die Bundesländer sich nicht dafür entschieden, jetzt alle an einen Tisch zu holen. Sie hätten die doch an der Ehre packen können. Stattdessen nehmen Sie sich jetzt, Sie haben es gerade gesagt, in die Pflicht. Und in die Pflicht nehmen heißt Verordnung von oben, heißt Durchregieren der Ampel, statt Gemeinschaftswerk, statt Partnerschaft auf Augenhöhe. Und damit vergeben Sie eine Chance. Und es ist ihr formales Recht. Mehrheit ist Mehrheit. Aber breite Mehrheiten über Regierungen und Opposition hinweg bringen einen Mehrwert, gerade in diesen Fragen, wo es um Akzeptanz geht. Und am Ende wird es vor Ort um Akzeptanzfragen gehen und es wird kritische Diskussionen geben. Wir haben dem Energiewirtschaftsgesetz, wo es um die Beschleunigung Teil dieses Osterpakets, wo es um die Beschleunigung des Netzausbaus geht, dem haben wir in der letzten Woche
zugestimmt. Und ich habe dort ausdrücklich gesagt, dass ich glaube, es ist ein Mehrwert für Akzeptanz, dass in diesem Haus außer den von links außen und den radikalen rechts die breite Mitte zustimmt. Wenn man dann gemeinsam vor Ort hinstehen kann und sagen, das haben wir gemeinsam beschlossen, nicht Regierung gegen Opposition, sondern Regierung mit Opposition. Das hatte ich Ihnen für die Erneuerbaren angeboten. Diese Bereitschaft gab es auch beim Wind. Sie haben sich abgerufen, eine verpasste Chance. Und ja, auch bei Wind, und Sie haben ja ganz generell die Opposition darauf hingewiesen, und ich möchte diesen Ball schon etwas zurückspielen. Da werden jetzt Hürden abgebaut, die abgebaut werden müssen. Sie greifen jetzt auf das Thema Ausgleich Windkraft und Naturschutz. Da haben übrigens die Umweltminister aller Länder über viele Jahre darüber diskutiert und keine Lösung gefunden, keinen Vorschlag gemacht. Die Umweltministerkonferenz, die dafür originär zuständig ist, gut, dass man diesen Schritt macht. In der Umweltministerkonferenz sind 11 grüne Minister, eine von der CDU und einige andere. Also das jetzt auf eine parteipolitische Frage zu verkürzen, das ist wirklich eine kleinkarierte parteipolitische Sichtweise. Wir stehen für das Gemeinschaftswerk. Und dann will ich Ihnen sagen, Sie vergeben Potenziale. Sie errichten eine Klassengesellschaft der Erneuerbaren. Da ist Wind und Sonne im Fokus. Ich habe gesagt, welche Potenziale bei der Sonne noch mehr drin gewesen wären, um wirklich einen Boom zu erreichen. Aber im Windschatten ist die Geothermie, ist die Biomasse und ist die Wasserkraft. Auf unseren Druck hin. Auf unseren Druck hin, mit unseren Anträgen. Hier im Bundestag in der ersten Lesung hatte ich Ihnen gesagt, die Wasserkraft ist das faule Ei in Ihrem Osterpaket. Das haben Sie erkannt. Sie haben es erkannt. Ja, es ist bemerkenswert, dass die Grünen, die mal angetreten sind mit dem Hinweis, bei den Erneuerbaren geht es auch um Bürgerenergie und jeder Beitrag zählt, ist Ihr Wort. Jeder Beitrag zählt, wenn das generell gilt, gilt es auch für die kleine Wasserkraft. Gut, dass Sie auf unserem Druck nachbessern. Und ich finde, Herr Minister Habeck, es ist schon bemerkenswert, dass an dem Tag, an dem Sie die Kohlekraft, die Ihre Partei über viele Jahre als schmutzig bekämpft hat, wiederbeleben. Und wir können es nachvollziehen, dass es gemacht wird. Wir finden nur, Kohlekraft als CO2-intensive Energieform ist nicht alternativlos. Und wir machen hier in dieser, wir diskutieren heute Abend darüber, aber hier in dieser Debatte machen wir einen konkreten Vorschlag, nämlich die Biomasse zu nutzen. Da belassen Sie es bei dem Deckel, da könnte sofort mehr gemacht werden. Und schlimmer noch, wenn Sie die Kohlekraft hochfahren, wird Biomasse weiter gedeckelt, wird Biomethan in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gedrosselt. Am selben Tag die CO2-intensive Kohle hoch, die Biomasse gedeckelt. Das hat mit grüner Politik im Sinne eines ökologischen Verständnisses nichts zu tun. Und das führt uns dazu, dass wir an diesem Gemeinschaftswerk festhalten und bei allem Ärger auch über das Verfahren, das teilweise unterirdisch gewesen ist bis spät heute Nacht, die Gesetzesvorlagen in der Sache beurteilen. Es sind 4 Pakete im Ostergesetz, GEG wurde noch reingedrückt, auch das ist kein angemessener Umgang mit der wichtigen Frage der Energieeffizienz. Bei 2 davon stimmen wir zu. Netzausbau haben wir schon gemacht. Bei Wind auf See stimmen wir zu, aus den genannten Gründen. Und weil Sie dort anders als bei diesen Gesetzen unsere berechtigte Kritik nicht aufgegriffen haben, können wir dieses Paket insgesamt nicht mittragen. Es ist in vielen, ja, es ist schon eine Überraschung, weil wir ja bei 2 von 4 der Vorhaben mitmachen. Und Sie sehen ja daran, dass wir inhaltlich diskutieren, so wie wir es im Ausschuss machen. Und dort, wo Sie dem nachgegeben sind, haben Sie es gemacht. Aber es ist bei allem, was damit vorangebracht wird, das will ich nicht bestreiten, eben auch ein Paket der verpassten Chancen. Und das ist Ihre Verantwortung und Ihre. Andreas Jung für die Unionsfraktion war schon immer ein wenig weiter, was das Thema erneuerbarer Energien angeht, als ein großer Teil seiner Fraktion. Kann das aus der Opposition heraus natürlich sehr viel deutlicher und klarer ausspielen, als es noch in der Großen Koalition war. Und er hat gesagt, Ingrid Nestle hat gerade draußen gesagt, das war bei uns im Interview, das werden wir Ihnen sicherlich nachher nochmal zuspielen. Matthias Mirsch ist am Pult, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion. Es war gute Stimmung und jetzt gehen wir zur Tagesordnung über. Frau Präsidentin, ich finde, diese gute Stimmung kann bleiben, denn jetzt verabschieden wir das größte Gesetzespaket zur Förderung der erneuerbaren Energien seit dem Erneuerbaren Energiengesetz im Jahre 2000. Das ist ein hervorragender Tag. Und lieber Andreas Jung, dass nun ausgerechnet die CDU-CSU anfängt,
mit Symbolik, dass der Kanzler nicht da ist. Das ist so bezeichnend. Weil in der Sache, Herr Frey, haben Sie eben nichts zu bieten. Sie haben keinen innerpolitischen, einen energiepolitischen Kompass. Sie haben in all den Jahren, und ich glaube, ich bin einer der besten Zeugen, jeglichen Ausbau, jeglichen Fortschritt immer wieder verhindert. Wir mussten kämpfen gegen Solardeckel, gegen Windabstandsregeln. Sie standen auf der Bremse 16 Jahre lang. Und es ist ja noch viel schlimmer, als Robert Habeck es eben hier gesagt hat. Herr Merz, gehen Sie ruhig, wenn Sie es jetzt nicht aushalten können. Aber ich muss es Ihnen sagen. Sie haben im März vorgeschlagen, hier ein Gasembargo gegenüber Russland. Sie hätten ein energiepolitisches Desaster bereits im März angerichtet. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist wirklich Fortschritt. Das ist Fortschrittskoalition. Und ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die an diesem Gesetzeswerk teilgenommen haben, mitgewirkt haben, ganz, ganz herzlich bedanken. Das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sagt der Gesetzgeber, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien von überragendem öffentlichen Interesse ist. Das ist ein wichtiges Signal an alle Genehmigungsbehörden in diesem Land. Das erste Mal kriegen wir einen verbindlichen Mechanismus zum Ausbau Wind an Land zwischen Bund und Bundesländern. Es wird nicht mehr möglich sein, dass sich einzelne Bundesländer wegducken und an dieser großen Herausforderung nicht beteiligt sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin sehr stolz, dass es uns auch im parlamentarischen Verfahren noch gelungen ist, beim Thema Photovoltaik ordentlich nachzulegen und hier wirklich die Fesseln zu lösen. Wir werden jetzt die Hemmnisse, die wir gehabt haben, Stichwort Teileinspeisung, beseitigen. Wir werden neue Flächen erschließen. Auch das sind ganz, ganz wichtige Entscheidungen, die wir hier heute treffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber es wird weitergehen. Es gibt keinen Grund, sich zurückzulehnen. Vor uns steht eine Herkulesaufgabe. Und genau beim Thema Planung, beim Thema Genehmigungsrecht, werden wir weiter nachlegen müssen. Es kann nicht sein, das, was gerade in Niedersachsen passiert ist, dass ein Verein zur Denkmalpflege, der in Karlsruhe ansässig ist, den Ausbau von Windkraft in Lüneburg verhindert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das geht nicht. Und deswegen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, wird diese Fortschrittskoalition auch die nächsten notwendigen Schritte machen und entscheiden. Und wir werden das aufheben, was Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, CSU, in den letzten Jahren nicht geschafft haben, wo Sie auf der Bremse waren, weil Sie schlichtweg energiepolitisch einen Blindflug haben. Das ist die Wahrheit und das müssen Sie ertragen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Matthias Mirsch, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, und ihm wird jetzt folgen aus den Reihen der AfD-Fraktion, deren Bau- und Wohnungspolitischer Sprecher Marc Bernhard. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Sie von der Ampel wollen heute beschließen, dass zukünftig 2% der Fläche Deutschlands ausschließlich für Windindustrieanlagen bereitgestellt werden. Stand heute haben wir 31.000 und benötigen dafür 0,5% der Landesfläche. Und jetzt vervierfachen Sie diese Fläche, sodass zukünftig bis zu 120.000 dieser Anlagen auch in unmittelbarer Nähe von Wohngebieten gebaut werden können. Und es handelt sich hierbei eben nicht um romantische Windrädchen, sondern um Monsteranlagen mit einer Gesamthöhe von über 240 Metern. Das ist ungefähr so, wie wenn man auf dem Kölner Dom einen Propeller mit 160 Metern Durchmesser anbringen würde.
Und sollten die Länder es nicht schaffen, ihre vorgegebenen Flächenquoten zu erfüllen, fallen die Mindestabstände zu Wohnhäusern. Und damit können solche Giganten zukünftig auch auf der Wiese 500 Meter vor jedem Wohnhaus stehen. Und das ist ihr Gesetz. Oder wo sollen denn sonst die 90.000 weiteren Windindustrieanlagen hingestellt werden? Wenn man sich den Windatlas meiner Heimat Baden-Württemberg anschaut, kommt da eigentlich nur der Schwarzwald und die Schwäbische Alb in Frage. Die Pläne der Ampel werden also unweigerlich dazu führen, dass große Teile des Schwarzwalds abgeholzt werden. Denn für jede Windindustrieanlage müssen 1,5 Hektar Wald gerodet werden. Wenn Sie also in Zukunft von Karlsruhe 200 Kilometer durch die Ferienregion zur Schweizer Grenze fahren, sehen Sie Kilometer für Kilometer nur noch Windrad an Windrad. Während die Grünen gegen die Rodung von läppischen 100 Hektar im Hambacher Forst protestiert haben, fordern sie jetzt bei der Windkraft das Abholzen von Zehntausenden Hektar Wald und schaffen zudem die Mindestabstände zu Wohnhäusern praktisch ab. Dabei ist ihnen ganz offensichtlich völlig egal, dass Menschen, die im Umfeld von Windindustrieanlagen wohnen, unter Infraschall und zermürbenden Lichtreflexen leiden. Ganz zu schweigen von den zahllosen Tieren, die in diesen Industrieanlagen Tag für Tag geschreddert werden. Jedes Jahr 250.000 Fledermäuse, 600.000 Vögel wie Störche, Rotmilane, Bussarde sowie 6 Milliarden Bienen, Käfer und andere Insekten jeden Tag. Und wofür opfern Sie das? Für eine rein ideologiebasierte Energiewende, die unsere Energiesicherheit massiv gefährdet und dazu führt, dass wir die höchsten Strompreise der Welt haben. Und dabei wäre es doch so einfach, wenn wir einfach das machen würden, was der Rest der Welt macht, nämlich die drei aktiven Kernkraftwerke weiterlaufen lassen, die drei kürzlich abgeschalteten wieder in Betrieb nehmen, unsere Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen und in moderne Kraftwerkstechnologien und synthetische Kraftstoffe investieren. Erst vorgestern hat das EU-Parlament bestätigt, dass es sich bei der Kernenergie um eine grüne und nachhaltige Technologie handelt. Und deshalb hat Belgien die Laufzeiten seiner Kernkraftwerke um 10 Jahre verlängert. Frankreich plant 14 neue, Großbritannien 6. Und in Finnland haben die Grünen den Bau von Kernkraftwerken in ihr Parteiprogramm aufgenommen. Deutschland ist also mal wieder der Geisterfahrer in Europa, meine sehr geehrten Damen und Herren. Anstatt Umwelt, Arbeitsplätze und Energiesicherheit zu zerstören, müssen wir jetzt endlich diese Geisterfahrt stoppen. Herzlichen Dank. Marc Bernhard für die AfD-Fraktion. Ich bin relativ sicher, dass der Schwarzwald unter dem Ausbau erneuerbarer Energien eher nicht leiden wird. Michael Kruse ist der nächste Redner, kommt aus der FDP-Fraktion und ist energiepolitischer Sprecher dort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir beschließen heute das beste EEG, was Deutschland je hatte. Und ich kann vor allem die fachliche Kritik, die hier aus Reihen der Union gekommen ist, habe ich mir sehr genau angehört. Ich kann sie aber nicht teilen, weil mit diesem Gesetzespaket und insbesondere der Kombination aus EEG und ENWG, wie Sie ja auch angesprochen haben, erstmalig eine vernünftige Verknüpfung in diesem Land gelungen ist zwischen dem, was wir an Produktionskapazitäten ausbauen und dem, was wir an Transportkapazitäten ausbauen. Es gab noch nie diesen Lückenschluss zwischen EEG und ENWG, Produktion und Netz. Die Ampelregierung bringt genau das auf den Weg und schon deswegen hätten diese Gesetze heute von Ihnen eine Zustimmung verdient. Wir etablieren mit diesem heutigen Beschluss ein marktwirtschaftliches Regime im EEG, wie es das bisher noch nicht kannte. Wir stärken
die marktwirtschaftlichen Instrumente und beschleunigen damit den Ausbau. Und auch diejenigen hier im Haus, die richtig große Fans vom Abbau von Subventionen sind, die könnten hier heute eigentlich zustimmen, weil wir erstmalig vereinbart haben, dass mit dem Tag, wo wir aus der Kohleverstromung aussteigen, auch das Förderende für die Erneuerbaren erreicht ist. Das heißt, es ist ein Anreiz für diejenigen, die gerne die Erneuerbaren ausbauen möchten, und es ist auch ein Anreiz für all diejenigen, die sagen, naja, die Subventionierung in dem Bereich, die muss ja nicht mehr so stark ausfallen. Also, wir laden Sie herzlich ein, insbesondere liebe Union, diesen Gesetzen heute zuzustimmen. Sie haben gute Gründe dafür. Und auch wenn man auf die Preise schaut, und das ist ja eine der zentralen Argumente in dieser Debatte, wenn man auf die Preise schaut, dann muss man eben sagen, die Erneuerbaren lohnen sich mittlerweile. Ökologisch waren sie schon immer vorteilhaft, aber neuerdings sind sie eben auch ökonomisch vorteilhaft. Und das ist spätestens der Moment, wo eigentlich ab diesem Teil im Haus eine Neubewertung stattfinden sollte. Die Erneuerbaren, sie lohnen sich ökologisch, sie lohnen sich mittlerweile wirtschaftlich und, wichtigstes Argument in diesem Jahr, sie stärken unsere Unabhängigkeit von bestimmten Ländern, die nicht in unserem Interesse handeln. Und deswegen sagen wir Ihnen, wir wollen die Resilienz stärken. Ja, Sie von der AfD wollen die Resilienz Deutschlands gar nicht stärken. Wir wollen die Resilienz dieses Landes stärken. Und deswegen sagen wir, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien, meine Damen und Herren. Und die Basis für diese tolle preisliche Entwicklung legen wir mit der Abschaffung der EEG-Umlage. Aber damit hört es nicht auf. Wenn wir Windflächen versteigern, werden die Einnahmen aus diesen Versteigerungen zukünftig in die Absenkung der Offshore-Windumlage fließen. Und damit sorgen wir dafür, dass der erneuerbaren Ausbau nicht den Menschen in diesem Land zu sehr auf dem Portemonnaie liegt, sondern wir sorgen dafür, dass die Einnahmen aus diesem Bereich auch in dem Bereich Ausbau verbleiben und damit die Strompreise dauerhaft gesenkt werden können, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Wir haben erstmalig eine Speicherstrategie festgelegt. Dunkelflaute habe ich aus dieser Region des Hauses sehr oft gehört. Ja, wie lösen wir denn das Thema? Indem wir die Erneuerbaren auch verfügbar machen in den Zeiten, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Deswegen setzen wir auf eine Speicherstrategie. Und Spoiler, ich kann Ihnen verraten, die Arbeit an diesen Gesetzen, sie wird sogar noch weitergehen, weil wir nicht stoppen werden, bis wir das optimale Marktdesign in diesem Bereich erreicht haben, damit alle, die einen Speicher zur Verfügung haben, in Zukunft auch Preissignale bekommen und wir damit die Erneuerbaren in Teil eines marktwirtschaftlichen Energiesystems überführen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Michael Kruse, der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion, spricht von den Erneuerbaren als Freiheitsenergien. Und mal sehen, wie Ralf Lenkert das einordnet, umweltpolitischer Sprecher der Linksfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Energie ist Daseinsvorsorge. Und dass Energieversorgungssicherheit auch beim Umstieg auf 100% erneuerbar unabdingbar ist, das predigt Ihnen meine Fraktion seit Jahren. Ein erneuerbares und bezahlbares System ist machbar, aber Ihre Vorschläge sind für mich als Techniker unzureichend. Dass Wind- und Solarenergie schneller ausgebaut werden müssen und dass dafür Flächen benötigt werden, das unterstützt die Linke. Viel mehr PV-Strom ist richtig, aber für die extreme Stromerzeugungsspitze mittags bei Sonnenschein und für null Solarstrom nachts haben Sie keine Lösung. Zur Nutzung der extrem schwankenden Solarerzeugung braucht es ein Energiespeicherprogramm. Ein System mit Batterien und Pumpspeichern zum kurzfristigen Ausgleich der realen Stromerzeugung. Mit Wärmespeichern zur Energiespeicherung für mehrere Tage und mit Wasserstoffelektrolyse und Rückverstromung zur saisonalen Speicherung. Ein Förderprogramm für die Direktnutzung von PV in Lüftungs- und Klimaanlagen, in Schulen, Krankenhäusern und öffentlichen Gebäuden, ideal für die Mittagszeit an heißen Sommertagen, das will die Linke. Der Windkraftausbau hinkt an Land wie auf See. Und ich kann das Märchen nicht mehr hören, dass der Naturschutz das Problem ist. Die meisten Einwände erfolgen wegen mangelnder regionaler Akzeptanz bei den Menschen. Wer mit dem Windrad lebt, soll auch etwas davon haben. Das fordert die Linke. Die Realität in Ostdeutschland ist leider anders. Die Investoren kommen meist nicht aus der Region.
Wegen notwendigen Netzausbau stiegen die Strompreise vor Ort. Projektbeteiligungen sind oft nicht vorgesehen gewesen oder wegen fehlender Mittel den Menschen und Kommunen unmöglich. Deshalb folgen Sie unseren Vorschlägen. Es braucht einheitliche Netzentgelte für alle Stromkundinnen und Kunden in Ost, in West, in der Stadt, auf dem Land. Für jede erzeugte Kilowattstunde Windstrom erhalten die Anliegerkommunen 0,5 Cent ausgezahlt. Das ergebe ca. 20.000 Euro pro Windkraftanlage und Jahr für Schulen, für Kindergärten, für Feuerwehr in den Gemeinden. Installieren Sie Lärmmessgeräte an Wohngebäuden, damit sichergestellt ist, dass Lärmgrenzwerte auch ohne Abstandregeln eingehalten werden. Die schlechte personelle Ausstattung der Genehmigungsbehörden und auch der Gerichte bei Klagen verlängert oder verdirbt Planung. Sorgen Sie endlich für genügend Fachpersonal. 100.000 Arbeitsplätze gingen in der Solarindustrie. Zehntausende in der Produktion von Windkraftanlagen in Deutschland verloren wegen der verfehlten Politik von Union und den unionsgeführten Regierungen. Wir fordern, regionale Produktion zu fördern, tarifliche Arbeitsplätze zu schaffen und damit Akzeptanz voranzubringen, eben auch mit der Produktion von Windkraftanlagen in Deutschland und auch den Standort in Rostock zu erhalten. Kolleginnen und Kollegen, statt verstärkt Naturschutzgebiete für die Windkraft zu nutzen, fordere ich, dass die Bundeswehr und die alliierten Truppen ihre Truppenübungsplätze für Windkraftanlagen öffnen. Dann kann die Truppe auch realitätsnah üben. Dass die deutsche Flugsicherung neue Funkfeuer nutzt und die Sperrzonen verkleinert werden, ist notwendig. Und ein letzter Punkt. Die Linke fordert, zum System der Festvergütung von Windenergie zurückzukehren. Das würde Planungssicherheit für Anlagenbetreiberinnen und Betreiber und Preissicherheit für Kundinnen und Kunden bedeuten und schließt die Spekulation mit Windkraft zulasten von Verbraucherinnen und Verbrauchern aus. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Julia Verlinden. Und Julia Verlinden ist stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe KollegInnen, die Lage ist ernst. Putin überzieht die Ukraine mit einem andauernden Angriffskrieg. In der Folge sind die Energiemärkte aus den Fugen geraten weltweit. Die fossilen Preise spielen verrückt. Die Energieversorgung muss neu abgesichert werden. Gaseinsparung hat höchste Priorität. Aber das ist nicht alles. Die Lage ist ebenso ernst, wenn wir auf die Klimaerhitzung schauen. Inzwischen erleben wir nahezu tagtäglich, wie rasant sich die Klimakrise verschärft. Extreme Trockenheit in Italien, Waldbrände in Griechenland, Italien, der Türkei und auch hier bei uns in Brandenburg. Gletscherabbrüche in der Arktis oder zuletzt in den Alpen. In Indien eine extreme Hitzewelle und heftige Überschwemmungen. Das sind nur einige wenige Beispiele für bedrohliche Wetterextreme, die Menschenleben gefährden, unsere Lebensgrundlagen zerstören und volkswirtschaftliche Werte vernichten, die aufgrund der Klimaerhitzung häufiger und heftiger werden. Noch haben wir es in der Hand, diese Entwicklung abzubremsen. Klimakatastrophe und massives Artenaussterben verhindern. Das hängt maßgeblich von den Entscheidungen in diesem Parlament ab. Wir sind als Ampelkoalition angetreten, endlich den notwendigen Fortschritt beim Klimaschutz zu schaffen, und heute liefern wir. Nur ein halbes Jahr, nachdem diese Koalition angetreten ist, beschließen wir ein großes Energiepaket, das den Ausbau von Wind- und Solarenergie in bisher nie dagewesenen großen Schritten voranbringen wird. Jahrelang wurden die Freiheitsenergien von der Union gedeckelt, gebremst, bürokratisiert. Diese fatalen Fehler der Vorgängerregierung reparieren wir nun. Der Ausbau der erneuerbaren
erneuerbaren Energien ist neben der Energieeinsparung der entscheidende Schritt für den Klimaschutz, denn nur mit Wind- und Solarenergie und den anderen erneuerbaren Energien können wir dauerhaft unseren Energiebedarf CO2-frei decken. Deshalb machen wir jetzt den Weg frei für Milliardeninvestitionen, die Sie verhindert haben in den letzten Jahren. Wir sorgen für ausreichend Flächen für Windräder. Mit nur 2% der Fläche in Deutschland können wir einen Großteil unserer Energieversorgung sicherstellen. Alle Bundesländer müssen ihren Beitrag leisten. Das schafft Verbindlichkeit und Planungssicherheit. Und wir sorgen dafür, dass die Dächer endlich vollgemacht werden mit Solarenergie. Außerdem schaffen wir auch neue Möglichkeiten für mehr Photovoltaik, über Parkplätzen bis hin zur Doppelnutzung von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Gesetze beschließen, das ist das eine. Jetzt sind Kommunen und Bundesländer dran. Jetzt geht es in die Umsetzung vor Ort. Das Erfolgsrezept des Starts der Energiewende vor über 20 Jahren waren die Investitionen der vielen, die Bürgerenergiewende, Energiegenossenschaften und Kommunen. Denen machen wir es mit dieser Gesetzesnovelle endlich wieder leichter mitzumachen. So schaffen wir die Voraussetzungen, die wichtigen Voraussetzungen, um endlich schnell und dauerhaft von teurer Kohle, Öl und Gas loszukommen. Liebe Kolleginnen, die Verhandlungen, die waren intensiv. Das vorliegende Energiepaket hat allen Seiten Zugeständnisse abverlangt. Denn natürlich sind drei Partner nicht immer einer Meinung. Aber wir haben bewiesen, dass wir den Willen und die Kraft haben, Dinge voranzubringen. Und das werden wir auch weiterhin tun. Die Energiewende ist noch lange nicht fertig. Vor allem bei der Energieeffizienz und beim Energiesparen müssen und werden weitere Schritte folgen. Denn die Abhängigkeit von fossilen Energien, die lösen wir nicht allein mit den Erneuerbaren. Es braucht auch eine ambitionierte Energieeffizienzpolitik. Je weniger Kilowattstunden Deutschland verbraucht, umso rascher schaffen wir die Vollversorgung mit Erneuerbaren. Umso rascher werden wir unabhängig von teuren Importen. Die sparsame Technik, die effizienten Produktionsmethoden, all das muss nicht erfunden werden. Es gibt es alles bereits. Meine Damen und Herren, es ist ein großer Schritt für die Erneuerbaren, was wir hier heute beschließen. Und ich freue mich auf viele weitere gute Gesetze für mehr Klimaschutz und Energiesouveränität. Vielen Dank. Julia Verlinden für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wo sie eine der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ist. Marc Helfrich wird der nächste Redner sein und der kommt aus der Unionsfraktion. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Marc Helfrich. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem im Frühjahr vorgestellten Osterpaket hat die Ampelregierung der Republik viele bunte Eier ins Osternest gelegt. Diese sollten die energiepolitische Ausrichtung unseres Landes neu ordnen und den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Viele dieser Eier haben sich leider als faule Eier herausgestellt. Auf die massive Kritik von Verbänden und Opposition hat die Ampel reagiert und einige dieser faulen Eier ausgetauscht. Dies betrifft insbesondere die geplante Klimaneutralität in der Stromversorgung bis 2035. Eine solche Festlegung hätte massive Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in Deutschland mit sich gebracht. Auch bei der kleinen Wasserkraft ist die Ampel auf unsere Position eingeschwenkt. Diese soll zukünftig wie alle erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse sein und wie bisher gefördert werden. Leider fehlt uns jedoch die Einbeziehung der vor Ort Stromnetze unter 110 kV in das überragende öffentliche Interesse. So wird es weiterhin Realität bleiben, dass der so wichtige grüne Strom zwar produziert, aber das Netz bzw. die Verteilung des Stroms hinterherhinken. Mehr Mut zur Veränderung hätten wir uns auch bei den kleinen Solaranlagen auf Dächern gewünscht. Jedoch wird hier leider auch zukünftig zwischen der Voll- und Teileinspeisung bei der Einspeisevergütung unterschieden. Eigenverbrauch ist aber ganz klar der Treiber der privaten Dachflächen-PV. Die neue Möglichkeit, Teil- und Volleinspeiseanlagen nebeneinander zu installieren, ist bürokratischer Irrsinn und treibt zudem die Kosten für die Bürger in die Höhe. Auch hat sich die Ampel leider nicht zu einer Vereinfachung der Besteuerung von Einspeisevergütung für kleine Dachanlagen bis 30 kW Peak durchgerungen. Wir hatten hier gefordert, kleine Dachanlagen von der Steuer- und Abgabenpflicht zu befreien. Anstelle einer Einnahmeüberschussrechnung hätte doch zumindest eine pauschale Besteuerung drin sein müssen.
Herr Helfrich, gestatten Sie eine Frage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Sehr gern. Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank. Wir arbeiten ja tatsächlich gerade wirklich mit Hochdruck und an sehr vielen Gesetzen gleichzeitig. Deswegen wollte ich aber nur einmal, damit das nicht falsch stehen bleibt, wir haben das überragende öffentliche Interesse für Verteilnetze beschlossen, aber schon in dem Paket mit ENWG, NABEC und Bundesbedarfsplangesetz. Und um jetzt dann auch eine Frage noch anzuschließen, Sie hatten ja gerade noch angesprochen, PV und 30 kW, dass das Steuerrecht geändert werden soll. Auch das haben wir im Änderungsantrag schon festgehalten, dass wir das tun werden. Wir können nur nicht alle Gesetze gleichzeitig ändern, weil sonst kann man es nicht mehr gut machen und kriegt es, glaube ich, wir haben es im Entschließungsantrag jetzt schon festgehalten, wir haben es geeint, wir haben es im Entschließungsantrag dokumentiert. Und erwarten Sie wirklich, dass wir alle Gesetze gleichzeitig ändern? Oder können Sie auch damit umgehen, dass wir mit voller Kraft, und wir haben jetzt, glaube ich, 10, 11 Gesetze auf einen Haft gemacht, dass das schon ein großer Schritt ist. Und ja, wir werden das andere auch ändern. Bleiben Sie bitte zur Antwort stehen. Kollegin, gut. Verehrte Kollegin Dr. Nestle, Sie haben sich in Ihrem eigenen Statement noch mal korrigiert. Also in der Tat, Sie haben das Thema Steuervereinfachung im Entschließungsantrag, weil Sie sich nicht geeinigt haben bei dem Thema und Sie haben es auf die Zukunft verschoben. Aber ich würde dieses Statement jetzt als Zusage, als verbindliche Zusage an diejenigen, die PV-Dachflächen Anlagen sich installieren, verstehen, dass das sehr, sehr bald kommen wird, also in der zweiten Jahreshälfte. Das ist eine gute Nachricht des heutigen Tages. Und wenn es um das überragende öffentliche Interesse bei den Verteilnetzen geht, dann stimmt das nur für 110 kV, eben für die 110 kV-Ebene, für alles, was darunter liegt, leider nicht. Auf jeden Fall werden wir, wenn wir diese Motive der Menschen nicht in den Mittelpunkt stellen, die Dächer in diesem Land nicht voll bekommen. Auch beim Mieterstrom unterlässt die Ampel praxistaugliche Änderungen. Die Möglichkeit von Millionen Mietern von der erneuerbaren Stromproduktion zu profitieren, wird leider nur marginal verbessert. Wir hingegen fordern die Erweiterung der Mieterstromförderung auch auf Nebengebäude und die Erhöhung des Mieterstromzuschlages. Ein weiterer großer Kritikpunkt sind die im Vergleich zur Anzahl der entwickelten Projekte sehr hohen Ausbauraten für Windenergie an Land und Solarenergie. Und damit Sie mich nicht falsch verstehen, natürlich befürworten wir den zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien. Wer aber Ausschreibungen mangels ausreichender Anzahl Gebote ins Leere laufen lässt, der zahlt nachher immer den Höchstpreis. Und damit, Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, führen Sie Ihre Politik der übertriebenen Kostenbelastung für Wirtschaft und Bürger fort. Im Gegensatz zu den überaus ambitionierten Zielen bei der Wind- und Solarenergie lässt die Ampel die Potenziale der Bioenergie links liegen. Sie verhindern, dass mehr Biomethan ins Gasnetz kommt. Zudem ist der Einsatz von Biomethan nur noch in hochflexiblen Kraftwerken vorgesehen, die höchstens an 10% der Stunden eines Jahres Strom erzeugen dürfen. Selbst in der Krise, wo es darum geht, die Erdgasverstromung zu minimieren, verhindern Sie eine Erhöhung der Stromproduktion und vorhandenen Biogasanlagen. Vielmehr brauchen wir im System steuerbare, erneuerbare und Speicher. Einen kleinen Lichtblick im Osterpaket bietet hingegen das Wind-auf-See-Gesetz. Hier haben die Ampelfraktionen nachgebessert und erleichtern durch kleinere Ausschreibungslose mehr Unternehmen den Zugang zu Offshore-Windprojekten. Gleiches gilt für die neuen Ausschreibungskriterien Fachkräftesicherung sowie CO2-Fußabdruck. Leider hat die Ampel das von uns geforderte Kriterium der guten Vereinbarkeit mit Belangen der Fischerei nicht aufgenommen. Unstrittig führt doch der angestrebte Ausbau der Windparks zu einem großen Verlust von Fanggebieten und gefährdet die Existenz vieler Fischereibetriebe. Immerhin hat die Ampel die Fischerei bei der Kompensation aus den Offshore-Geboten mit 5% berücksichtigt. Auch der schon lange von der Union geforderte Industriestrompreis hat es in das Gesetz geschafft. Dieser soll dafür sorgen, dass der energieintensiven Industrie ausreichend erneuerbarer Strom zu international wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung steht. Insgesamt stimmen wir Ihrem Wind-auf-See-Gesetz zu. Erlauben Sie mir noch einen letzten Satz zum Gebäudeenergiegesetz, das an das EEG angehängt wurde.
Wer in Zeiten von Höchstinflation, steigenden Baupreisen und galoppierenden Zinsen noch höhere Baustandards einführt, ohne vorher eine entsprechende Förderung zu etablieren, lässt den Traum vom Eigenheim für viele Bürgerinnen und Bürger endgültig platzen. Und allein aus diesem Grund können wir dem aus wenig Licht und viel Schatten bestehenden EEG 2023 nicht zustimmen. Marc Helfrich aus der Unionsfraktion hat in seinem Debattenbeitrag wiederholt die Abkürzung PV verwendet. Jetzt weiß ich natürlich, dass Sie alle genau wissen, was damit gemeint ist, nämlich die Photovoltaik, also die Umwandlung von Lichtenergie, meistens Sonne, mittels Solarzellen in elektrische Energie. Jetzt habe ich sie trotzdem noch mal erklärt. Nina Scheer, Umwelt- und Sprecherin für Klimaschutz und Energie der SPD-Fraktion. Pardon. Sie haben gerade nicht korrigieren in Ihrer Wortmeldung. Sie hat es völlig korrekt wiedergegeben. Sie hatten übersehen, dass die Verteilnetzebene bereits jetzt schon ins überragende öffentliche Interesse gestellt wurde mit der letzten Novelle in der letzten Sitzungswoche, ENWG bzw. Energiewirtschaftsgesetz. Und diese andere Frage, die hat sie noch mal betont, dass dies schon in dem Entschließungsantrag drinsteht, nämlich die steuerliche Handhabung von kleiner PV. Das ist im Entschließungsantrag, da hat sie sich auch nicht korrigieren müssen. Es ist wirklich erbärmlich, mit welchen Methoden Sie versuchen, eine Sachlichkeit Ihrer Argumentation zu suggerieren, die einfach nicht gegeben ist, Herr Kollege. Die aktuelle Lage zeigt, dass wir so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umsteigen müssen. Das ist nicht erst mit dem heutigen Osterpaket klar. Das wissen wir seit einiger Zeit. Und in der Tat hätte in den vergangenen Jahrzehnten schon viel mehr passieren müssen. Wir hatten unter Rot-Grün im Jahr 2000, Matthias Mirsch hat es schon erwähnt, die Weichen dafür gestellt. Leider wurde es in den Regierungsjahren dazwischen unter Torpedierung, insbesondere aus Ihren Reihen, auch teilweise verschlechtert, was wir an Rahmenbedingungen hatten. Und damit räumen wir jetzt grundsätzlich auf. Wir müssen schaffen, von der massiven Importabhängigkeit von fossilen Ressourcen wegzukommen. Das geht nur mit erneuerbaren Energien. Wir sehen auch, dass wir in eine Preisfalle hineintappen, wenn wir nicht so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umsteigen. Und deswegen ist dies ein so herausragend wichtiges Gesetzeswerk, weil wir die Weichen für diese Ermöglichung stellen, dass wir uns unabhängig machen, dass wir uns unabhängig von Preisdiktaten machen und damit auch ein wirksames Mittel gegen diese kriegerische Instrumentalisierung der Energiepolitik setzen, die jetzt von Seiten des Präsidenten Putin aus Russland heraus lanciert wird und auch in Richtung der Energieversorgung mit Gas gespielt wird. Das ist also hier auch eine Antwort und eine sehr wichtige Antwort in dem außenpolitischen Kontext, den wir hier gerade zu bewältigen haben. Und wir müssen, ich habe es erwähnt, die erneuerbaren Energien sind auch die günstigsten Formen, auch ganz klar die Linie ziehen, ein rückwärtsgewandtes nochmal Wiederbeleben von Atomenergie kann nicht helfen. Selbst eine Verlängerung ist rückwärtsgewandt, weil wir wissen, dass es am teuersten ist, auf Atomenergie zu setzen. Wir sehen an den Franzosen, dass sie große Probleme haben, gerade in den Sommermonaten mit Dürren und mit Niedrigflusswasserpegeln, dass eben diese Atomkraftwerke nicht mehr gekühlt werden. Deswegen in Angesicht einer steigenden Klimakatastrophe, Klimawandel, in Angesicht des steigenden Klimawandels wäre es wirklich ein Himmelfahrtskommando, wenn wir uns weiterhin abhängig machen. Und jede Verlängerung ist natürlich eine weitere Abhängigkeit, weil es auch was kosten wird. Die Unternehmen werden es uns was kosten lassen, wenn wir das verlängern. Das wissen Sie ganz genau. Und warum sollen wir in diese Richtung noch mehr Geld ausgeben, als wir durch den Zickzackkurs ohnehin schon ausgeben mussten, den Sie zu verantworten hatten, als diese Gelder jetzt in die Erneuerbaren zu stecken? Und das insofern lassen Sie uns doch endlich beim Thema bleiben. Die Energiewende heißt erneuerbar und nicht Atomenergie. Wir haben die richtigen Wegmarken gesetzt mit dem Paket, dass wir
80% erneuerbaren Energien bis 2030 haben wollen, und zwar Bezugsgröße 750 Terawattstunden. Das ist deutlich mehr, ein Drittel mehr, als heute gebraucht wird. Das bedeutet, wir hätten dann in 2030 und werden es haben mit den Maßgaben. Wir werden dann so viel Erneuerbare haben, wie wenn wir heute mit dem heutigen Strombedarf schon auf 100% wären. Diese Dimension, über diese reden wir. Das ist eine Vervielfachung des Ausbaus. Wir haben jetzt einen Wind auf See gesetzt. In der Pipeline bzw. zur Verabschiedung. Wir haben ein Wind an Land gesetzt, wir haben das Erneuerbare Energiengesetz, wir haben das Gebäudeenergiegesetz. Ich wollte noch viele weitere Sachen sagen. Das machen meine Kollegen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, wir verabschieden ein hervorragendes Gesetzespaket. Nina Scheer für die SPD-Fraktion. Und wir alle wissen, sie ist die Tochter von Hermann Scheer, Träger des alternativen Nobelpreises. Einer von denen, die schon vor 15, 20 Jahren dafür geworben haben und mit Nachdruck darauf hingewiesen haben, wie dringlich nötig es ist, auf erneuerbare Energien zu setzen, weil genau eine Situation eintreten werde, wie wir sie heute haben. Werte Frau Präsidentin, Andreas Bleck für die AfD. Das Osterpaket der Bundesregierung ist einer der größten politischen Anschläge auf den Artenschutz seit Gründung des Bundesumweltministeriums. Und das nicht trotz, sondern wegen der grünen Bundesminister. Es ist doch entlarvend, dass kein einziger Redner den Artenschutz hier mal länger thematisiert hat als in einem einzigen Satz. Früher ging es noch darum, den Artenschutz zu stärken. Jetzt geht es nur noch darum, den Artenschutz für die Energiewende zu schwächen. Und die Abhängigkeit vom russischen Öl und Gas durch die Abhängigkeit von Wind und Sonne zu ersetzen, darauf kann man nur als Grüner kommen. Aber es ist erstaunlich, offensichtlich kann man auch ohne die Kernenergie verstrahlt sein. Die Art und Weise, wie die Regierung das Gesetzgebungsverfahren durchgeführt hat, stellt eine grobe Missachtung der Rechte der Opposition dar. Bei der Sondersitzung des Umweltausschusses wurden Änderungsanträge erst kurz vor oder lange nach Beginn an die Ausschussmitglieder verschickt. Kein Ausschussmitglied der Oppositionsfraktion hatte überhaupt die Chance, diese Änderungsanträge, die bis zu 328 Seiten umfassten, zu lesen, geschweige denn zu verstehen. Trotzdem wurde darüber abgestimmt. Das, werte Kolleginnen und Kollegen, ist eine Farce und ein Armutszeugnis für den Parlamentarismus. Doch auch artenschutzfachliche Gründe sprechen gegen das Osterpaket. Egal welchen der Gesetzentwürfe man sich anschaut, bei jedem wird deutlich, dass die Bundesregierung dem Klimaschutz höhere Priorität einräumt als dem Artenschutz. So wird ausschließlich der Bau von sogenannten erneuerbaren Energien als öffentliches Interesse und als Fall für die öffentliche Sicherheit eingestuft, nicht jedoch der Erhalt der biologischen Vielfalt. Abstände von kollisionsgefährdeten Brutvogelarten zu Windkraftanlagen werden drastisch reduziert. Das ist gar nicht artenschutzfachlich hergeleitet, sondern das ist politische Willkür zulasten unserer Natur. Das ornithologische Fachwissen der staatlichen Vogelschutzwarten wird ignoriert. Der Fledermausschutz hat im Gesetzentwurf keine Bedeutung. Und darüber hinaus führt die Bundesregierung nur 15 Arten in der Liste kollisionsgefährdeter Brutvogelarten auf. Das verstößt eindeutig gegen das europäische Recht, das in der Vogelschutzrichtlinie den Schutz aller geschützten Vogelarten vorsieht. Und damit setzen wir uns einem Vertragsverletzungsverfahren aus. Die Ausweisung von 2% der Fläche Deutschlands für den Bau von Windindustrieanlagen wird nicht nur Freiflächen, sondern auch zunehmend Wälder und Schutzgebiete unter Druck setzen. Deswegen gilt auch hier, lieber einen grünen Wald als einen grünen im Wald. Summa summarum, die Bundesregierung hat ihren Worten keine Taten folgen lassen. Sie hat viel angekündigt und ist an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert. Mit ihrem Osterpaket legt die Bundesregierung uns also vier faule Eier ins Nest. Auf dieses unerwünschte und verspätete Geschenk können wir verzichten, und deshalb werden wir die Gesetzentwürfe ablehnen. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Carina Konrad. Und Carina Konrad ist eine der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden in der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade weil
Doch alle Bürgerinnen und Bürger, gerade in unserem Land, spüren, wie abhängig wir geworden sind von Putins Energienadel. Gerade weil wir doch wissen, wie abhängig wir sind davon, dass unsere Wirtschaft erfolgreich ist, dass unser Wohlstand gewahrt war, dass Tausende, Zehntausende Arbeitsplätze in unserem Land auch weiterhin bestehen bleiben. Gerade deshalb ist dieses vorliegende Gesetzespaket ein weiterer großer Erfolg dieser Koalition. Denn, liebe Union, das mag Ihnen wehtun, weil es auf einmal zeigt, was alles geht in diesem Land und wie schnell es auch gehen kann und wie es nicht mehr zeigt, was man alles verhindern kann. Und, sehr geehrter Herr Bleck, ich kann Sie beruhigen, ich kann Ihre Tränen trocknen. Der Artenschutz kommt nicht unter die Räder. Der Populationsschutz bleibt gewahrt. Aber den Artenschutz als Instrument zu nehmen für diejenigen, die Deutschland schwächen wollen, das wird in der Zukunft nicht mehr passieren, und das haben wir geändert. Es darf keine Verhinderungsinstrumente mehr geben, sondern es muss Ermöglichungsinstrumente geben in diesem Land. Und dazu gehört auch, dass die Energiewende, dass wir Akzeptanz haben dafür, dass Energien auch ausgebaut werden in unserem Land. Und da gehört alles dazu. Da gehört auch dazu, dass man die Landwirtschaft mitnimmt. Das war uns Freien Demokraten ein großes Anliegen, auch bei der Umsetzung dieses Gesetzespaketes, dass es keine weiteren bürokratischen Belastungen gibt, sondern dass man der Landwirtschaft ermöglicht, auch davon zu partizipieren. Gerade mit der Erweiterung der Flächenkulisse für die Agri-PV ist uns das gelungen und ein weiterer Meilenstein gelegt worden dafür, dass man auch nach vorne schaut und aus der Krise eine Chance sucht. Auch die kleine Wasserkraft hat eine Chance entgegen dem, was hier schon gesagt wurde. Vielleicht würde es auch helfen, wenn man einfach mal die Vorlagen, die einem dann vorgelegt werden, es war knapp, ich gebe es zu, es war eine große Aufgabe, auch für Sie, aber man sollte das auch mal lesen, was da drin steht am Ende des Tages, denn die kleine Wasserkraft hat eine Zukunft in diesem Land, und das ist sehr wichtig, denn wir werden mit diesem Gesetzespaket wahrscheinlich nicht stehen bleiben. Denn klar ist doch auch, wir brauchen jede Kilowattstunde Strom. Und da darf es keine Denkblockaden geben. Und da muss man auch ohne Schaum vor dem Mund innerhalb unserer Reihen miteinander diskutieren, wo es noch Kilowattstunden gibt, die gehoben werden können für die Zukunft. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt ein Thema, was aus diesem Gesetzespaket heraus für uns auch als Aufgabe direkt noch vor der Brust steht. Und Matthias Miersch hat es schon gesagt. Für uns Freie Demokraten ist das Thema Planungsbeschleunigung tatsächlich das zentrale Thema dieser Koalition. Und wir werden dieses Thema weiter forcieren und haben hiermit einen Auftakt, eine Blaupause dafür geschaffen, was alles möglich sein muss, über die erneuerbaren Energien hinaus auch zu beschleunigen in unserem Land. Wir sehen doch jeden Tag die desolaten Zustände von Brücken, von Straßen, von Schienen. Und es ist eine Blaupause, auch hier neu zu denken. Und das werden wir in einem nächsten Schritt tun. Vielen Dank. Carina Konrad war das, eine der stellvertretenden Vorsitzenden in der FDP-Fraktion. Der Bundestag diskutiert nach wie vor über den Ausbau erneuerbarer Energien. Da wird es gleich vier namentliche Abstimmungen geben zu den Gesetzentwürfen, die dazu vorliegen. Dazu später mehr. Erstmal Katrin Uhlig aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Heute ändert sich wirklich etwas in der Energiepolitik. Der Minister hat es eben schon ausgeführt. Mit dem Ziel, 80% erneuerbare Energien im Strombereich bis 2030 zu erreichen, beschleunigen wir heute nicht nur den Ausbau der erneuerbaren Energien und reduzieren unsere Abhängigkeit von fossilen Importen, sondern schützen vor allem unser Klima. Wir schaffen hier und jetzt die Voraussetzungen dafür, dass ausreichend Windräder und Solaranlagen in Zukunft für bezahlbare Strompreise sorgen werden. Wir machen die Energiewende zum Mitmachprojekt für alle. Mit dem heute vorliegenden Entwurf können wir das Potenzial unserer Dächer als Kraftwerke nutzen und unterstützen die Menschen bei der Energiewende vor Ort. Wir machen Stromversorgung vom eigenen Dach einfacher und sorgen dafür, dass diese nun auch unkompliziert mit einer Anlage, die den Strom direkt ins Netz einspeist, kombiniert werden kann. Gerade Bürgerenergieprojekte haben die Energiewende zu dem gemacht, was sie heute ist. Deshalb stärken wir solche Projekte endlich wieder und unterstützen so eine dezentrale Energieversorgung mit vielfältigen Akteuren. Auch die Industrie steht längst in den Startlöchern, um wirklich Teil der Energiewende zu werden.
Wir stärken durch das Wind-auf-See-Gesetz die Möglichkeit der Industrie für den direkten Bezug von grünem Strom und schaffen durch eine Verordnungsermächtigung den Rahmen für einen Industriestrompreis auf Basis von erneuerbaren Energien. Die Kollegin Verlinden hat es eben schon angesprochen. Viel zu lange wurde vor allem auch die Windenergie an Land ausgebremst. Viel zu wenig Flächen wurden zur Verfügung gestellt. Darum regeln wir jetzt mit dem Wind-an-Land-Gesetz, dass künftig ausreichend Flächen bereitgestellt werden, und schaffen Klarheit bei den artenschutzrechtlichen Regelungen. Lassen Sie uns die Energiewende gemeinsam zu einer Erfolgsgeschichte machen und einem Exportschlager Made in Germany. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Timon Gremmels. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber ehemaliger Koalitionspartner CDU/CSU, wie war es denn mit Ihnen? Mit Ihnen haben wir aus dem Hause Altmaier meistens schlechte Vorlagen bekommen, und wir konnten noch das Schlimmste verhindern. Und dafür haben wir 3,5 Jahre gebraucht, bis das große EEG-Reform kurz vor Ende der Legislaturperiode in Kraft tritt. Jetzt ist es genau anders. Wir kriegen gute Vorlagen, die wir im parlamentarischen Verfahren noch besser machen, und wir haben nur ein Dreivierteljahr gebraucht. Das ist der Unterschied zu Ihrer Regierungsverantwortung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und gerade im Bereich der Photovoltaik, den Ausbau der Solarenergie, haben wir hier einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht. Wir werden die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir perspektivisch pro Jahr 22 Gigawatt Photovoltaik hinzubauen können. Das lässt sich sehen, das ist ambitioniert. Und das erreichen wir durch 5 Maßnahmen. Erstens, Bürokratie runter. Zweitens, Vergütung rauf. Drittens, Dächer voll. Viertens, Freifläche erweitert. Und fünftens, Bürgerbeteiligung verbessert. So geht sozialdemokratische Energiepolitik. So geht die Energiepolitik dieser Ampelkoalition, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bürokratie runter. Wir werden dafür sorgen, dass der Netzanschluss deutlich vereinfacht wird, dass das online geht und dass die Rahmenbedingungen bundesweit einheitlich sind, dass Installationsbetriebe schnell Anlagen ans Netz gehen können und dass fertige Anlagen, die da sind, in der Regel nicht noch ein halbes Jahr leer stehen, bis der Netzmeister es schafft, vorbeizukommen. Auch das verbessern wir. Auch das geht deutlich schneller. Vergütung rauf. Wir werden die Vergütung für Teileinspeisung deutlich verbessern, dass sich man eben sich nicht mehr entscheiden muss, ob man Teil oder voll einspeist. Und dafür werden wir sorgen, dass die Dächer voll laufen, dass die Dächer mit Photovoltaikanlagen bestückt werden und wir keine freien Dächer mehr haben, die nicht einer sinnvollen Zweitnutzung zugeführt werden, meine Damen und Herren. Und das wird uns in diesem Fall gelingen, indem wir auch die Spitzenlastkappung wegnehmen. Künftig werden auch kleine Photovoltaikanlagen bis 25 Kilowatt voll einspeisen können. Das Potenzial wird gehoben. Das ist längst überfällig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir werden das Flächenpotenzial erweitern. Daran scheitert es doch gerade bei der Photovoltaik. Wir haben zu wenig geeignete Flächen. Das werden wir tun, indem wir die Seitenrandstreifen von 200 Metern auf 500 Metern mehr als verdoppeln. Seitenrandstreifen von Autobahnen und Schienennetzen. Wir haben auch dafür gesorgt, dass Grünland kein Tabu mehr ist, sondern dass wir auch auf geeigneten Grünlandflächen Agri-PV, also landwirtschaftliche PV ermöglichen. Genau das ist der richtige Weg. Und für all diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die im schönen Norddeutschland leben und ein Reetdach haben und da keine Photovoltaik drauf machen, haben wir dafür gesorgt, dass es Garten-PV gibt, dass auch dort Menschen sich ihre Anlagen hinbauen können. Auch sie sollen an der Energiewende partizipieren, genau wie die Menschen, die in denkmalgeschützten Gebäuden leben. Das ist Energiepolitik, wie sie sein muss. Und wir haben auch die Bürgerbeteiligung verbessert. Bisher im Gesetzentwurf stand drin, man muss im gleichen Landkreis leben. Das ist nicht mehr notwendig. Auch die Menschen zum Beispiel aus der Stadt Kassel können im Landkreis Kassel sich in Bürgerenergiegenossenschaften engagieren. Genau der richtige Weg, um Bürgerbeteiligung zu verbessern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch bei der Wasserkraft haben wir etwas geschafft. Da gilt der Status quo, und wir haben das Wasserkraft im überragenden öffentlichen Interesse gesetzt. Auch das ist wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, es gilt dieses alte Fußballersprichwort,
weitergedeutet, angelehnt nach der EEG-Reform, ist vor der EEG-Reform. Diese Koalition will noch 3,5 Jahre weiterarbeiten, und wir werden sie noch mit weiteren deutlichen Verbesserungen in diesem Bereich behelligen. Und zwar als nächstes kommt dann, dass wir hier in diesem Bereich dafür sorgen werden, dass Mieterstrom deutlich verbessert wird, dass Energy Sharing deutlich verbessert wird und dass die PV-Pflicht, die Photovoltaikpflicht für Nichtwohngebäude kommt. All das wird sie noch erreichen. Ich freue mich jetzt schon auf die Beratungen, aber einmal kurz durchatmen sollten wir alle in der Sommerpause. Ansonsten bleiben wir am Ball. Energiewende geht voran mit dieser Ampel. In diesem Sinne alles Gute und Glück auf. Timon Gremmels aus der SPD-Fraktion, kein Wunder, dass er Kassel erwähnt hat in seinem Debattenbeitrag. Das ist nämlich sein Wahlkreis, 168 Kassel. Wir nähern uns dem Ende dieser Debatte, aber drei Redner gibt es noch und auch eine Rednerin, Anja Weisgerber aus der Unionsfraktion. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir alle wollen den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, aber dafür müssen wir auch die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Das wird zur Nagelprobe auch für die Ampelregierung. Und da müssen Sie liefern. Und ich frage mich an der Stelle, es wird immer betont, dass jetzt die erneuerbaren Energien und ein Teil der Netze im überragenden öffentlichen Interesse liegen. Aber zur Wahrheit gehört, das allein reicht nicht. Sie müssen auch einen Ausgleich finden zwischen dem berechtigten Interesse des beschleunigten Ausbaus der erneuerbaren Energien und, liebe Kollegen von den Grünen, auch dem Artenschutz. Und dieser Ausgleich, meine Damen und Herren, der gelingt Ihnen eben nicht in der Reform des Bundesnaturschutzgesetzes. Sie beziehen die artenschutzrechtliche Ausnahmeregelung nur auf die Windkraft. Es fehlt der 360-Grad-Blick auf alle erneuerbaren Energien. Es fehlt auch der Einbezug der Infrastrukturprojekte in diesen Zusammenhang. Mit Ihrem Gesetz schränken Sie den Artenschutz massiv ein, ohne einen wirklichen Mehrwert für den Ausbau der erneuerbaren Energien und dessen Beschleunigung zu erzielen. Die Experten in der Anhörung am Montag kamen zum gleichen Ergebnis. Die Antworten der Sachverständigen waren eine Ohrfeige für den vorgelegten Gesetzentwurf und damit auch für das Bundesumweltministerium. Und deswegen, Frau Kollegin Hoffmann, bedauere ich sehr, dass Ihre Ministerin sich heute entschuldigt hat. Bei so einem wichtigen Gesetzespaket, wo es auch um den Arten- und Umweltschutz geht, muss eine Umweltministerin auch bei der Debatte hier im Deutschen Bundestag vor Ort sein, meine Damen und Herren. Die Kritik der Sachverständigen war umfassend. Das Gesetz verzögert die Genehmigungen, denn es fehlen bislang noch dringend erforderliche Vollzugshilfen. Unbestimmte Rechtsbegriffe werden durch einen Änderungsantrag nur teilweise beseitigt, eben nicht ausreichend. Das Gesetz, so war der wörtliche Ausdruck eines Sachverständigen, der von der SPD benannt wurde, ist ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Rechtsanwälte. Und fraglich ist auch, ob es mit dem Europarecht vereinbar ist. Also es können noch Klagen und weitere Rechtsunsicherheiten durch die Reform des Bundesnaturschutzgesetzes drohen. So viel zum Inhalt. Und jetzt zum Verfahren. Der Änderungsantrag zum Gesetz wurde uns am Dienstagabend im Umweltausschuss 10 Minuten vor der Ausschusssitzung zugeleitet. Die Anliegen der Sachverständigen haben sie versucht, in dem Änderungsantrag zu adressieren. Wir konnten es aber gar nicht ausreichend prüfen. Ich sage Ihnen ganz offen, nach dieser Anhörung hätten Sie den Gesetzentwurf komplett einpacken müssen, neu machen müssen, und Sie hätten auch unsere Anliegen, die wir jetzt hier im Entschließungsantrag adressieren, aufgreifen müssen, meine Damen und Herren. Was sind die Anliegen? Bei der artenschutzrechtlichen Sonderregelung, wie gesagt, hätten Sie viel größer denken müssen. Sie hätten den Ausgleich auch diskutieren müssen bezüglich aller erneuerbaren Energien, den Ausgleich zwischen Ausbau erneuerbarer Energien und Artenschutz. Sie hätten sich auch mit dem Thema Netzausbau und Artenschutz intensiver befassen müssen. Sie müssen bezüglich der Transformation auch auf alle Infrastrukturprojekte Ihren Blick lenken und nicht nur auf die Windkraft. Und noch etwas haben Sie verpasst.
In dieser Reform des Bundesnaturschutzgesetzes, in dieser Reform hätten Sie auch eine Regelung in die Reform reinpacken müssen bezüglich des Ausgleiches. Für uns ist es absolut unverständlich, warum für den Bau einer Freiflächenphotovoltaikanlage, zum Beispiel auf einer Fläche, wo vorher ein Maisacker war, wo man eigentlich eine Aufwertung danach hat, immer noch zusätzliche Ausgleichsflächen notwendig sind, die wiederum der Landwirtschaft auch wieder entzogen werden. Das ist für uns vollkommen unverständlich. Auch diese Chance haben Sie verpasst. Das hätten Sie regeln müssen im Bundesnaturschutzgesetz. Nochmal zum Gesamtpaket. Keine Regelungen sind enthalten zur Energieeffizienz, keine Regelung zu den Speichern. Sie konzentrieren sich auf einzelne erneuerbare Energien. Sie bremsen immer noch die Geothermie aus, auch die Biomasse. Bezüglich der Wasserkraft waren Sie einsichtig und haben auf uns gehört. Das ist gut. Bei der Solarenergie gibt es nur einen Entschließungsantrag bezüglich der Steuerfreiheit bis 30 Kilowatt Peak. Ich nehme Ihre Zusage auch ernst, dass Sie dies regeln werden. Beim Thema Windkraft regeln Sie hier im Bund letztendlich, wie es mit den Abstandsregelungen und den Flächen auszusehen hat. Sie sind überhaupt nicht in den Dialog getreten mit den Ländern. Auch in Bayern hat man sich deutlich bewegt. So sieht Energiewende mit den Bürgern nicht aus. Ihnen fehlt der 30-Grad-Blick auf alle erneuerbaren Energien für auch eine vorteilsfreie Nutzung aller Energiequellen. Ihnen fehlt der 360-Grad-Blick auch auf alle Infrastrukturprojekte, auf die komplette Transformation. Und Sie schauen auch nicht auf die Bürgerinnen und Bürger und die Energiepreise, wie sie steigen werden, und nicht auf den Klimaschutz. Vielen Dank. Anja Weisgerber war das aus der Unionsfraktion. Und, meine Damen und Herren, es ist ja nicht so, dass diese Debatte und dieses Thema langweilig wäre. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, schön bei uns zu bleiben in den nächsten Stunden. Und wir wissen nämlich nicht genau, wann es passiert. Aber es verdichten sich die Hinweise, dass der britische Premierminister Johnson zurücktreten wird. Sie sehen hier schon das Bild aus Downing Street Number 10, sobald Boris Johnson vor die Tür tritt, sind wir natürlich live dabei. Einstweilen gehen wir zurück in die Debatte und sehen Bengt Bergt aus der SPD-Fraktion hier am Pult. 50 Grad im Schatten und das dritte Jahr in Folge. In Norditalien wird das Wasser rationiert wegen einer Dürre. Die Hälfte der AKWs in Frankreich ist nicht am Netz, auch weil die Flüsse nicht genug Wasser führen. Und das jetzt 10 Jahre länger. Sehen wir nichts, bleibt immer noch nichts. Die Welt droht unbewohnbar zu werden, wenn wir unseren CO2-Ausstoß nicht drastisch reduzieren, und zwar schleunigst. Die Kinder und Jugendlichen werden deshalb genau hinschauen, was wir hier und heute beschließen. Legen wir den Turbo ein beim Ausbau der Erneuerbaren? Schaffen wir es, alles sozial gerecht zu gestalten? Werden wir den Klimawandel bremsen und mit einer wirtschaftlichen Perspektive für die jungen Menschen verbinden? Ich glaube, wir können heute mit der nötigen Demut sagen, wir haben verstanden. Wir kümmern uns um die Zukunft unserer Kinder. Und das ist unsere verdammte Pflicht, dass wir das tun, meine Damen und Herren. Die Gesetzesänderungen aber, so ehrlich müssen wir sein, werden nicht alle zufriedenstellen. Aber sie sind ein Meilenstein nach 16 Jahren unionsgeführter Bremspolitik. Wir werden heute ein neues Zeitalter der Energieversorgung einleiten. Wir werden heute das Land von Atom, Öl, Kohle, Gas entwickeln zu einem Land von Wind, Sonne und Bioenergie, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich ein paar Punkte hervorheben. Von 25 bis 35 soll eine Leistung von 10 Gigawatt installiert werden. Jedes Jahr, das nur bei Wind an Land. Allein diese 10 Gigawatt bedeuten Strom für 6,6 Millionen Haushalte für ein Jahr. Das reicht zum Beispiel für ganz Bayern. Liebe Grüße an Herrn Söder. Wir machen Tempo. Genehmigungsverfahren werden digitalisiert und vereinfacht, ohne den Umwelt- und Artenschutz dafür zu schleifen. Den Flächenstau lösen wir, indem wir die Länder 2% ihrer Flächen für die Windenergie ausschreiben lassen. Und bei all dem bleibt es dabei, dass die Vorgaben zum Beispiel hinsichtlich Lärm- und Schallschutz oder Schattenwurf weiterhin bestehen bleiben. Da können Sie gerne wie Don Quixote immer weiter Angst vor den großen bösen Riesen haben und mit Ihrem politisch klapprigen Gaul immer drauf losreiten. Aber es muss niemand Sorge haben, dass bald ein Windrad im Vorgarten steht. Die Abstände bleiben da. Die Energiewende gelingt uns aber nur in einem gesamtgesellschaftlichen Kraftakt. So ehrlich müssen wir sein. Und deshalb sollen die Menschen direkt von der Energiewende profitieren. Wer sich also eine private Solaranlage aufs Dach setzt und seinen Strom einspeist, hat künftig mehr Geld in der Tasche. Wir schaffen neue Geschäftsmöglichkeiten. Landwirte etwa können künftig beides tun. Sie können Lebensmittel anbauen auf der einen Seite und gleichzeitig mit Solarmodulen über dem Acker Strom produzieren. Und wir sorgen auch dafür, dass die Kommunen was davon haben.
Zum Beispiel eine 5-Megawatt-Anlage mit 13 Millionen Kilowattstunden verschafft der Kommune 25.000 Euro pro Jahr. Und das ist nur eine einzige Anlage. Damit kann man zum Beispiel, Herr Lenkert, ganz hervorragend neue Spielgeräte für Spielplätze besorgen. Von stärkeren Kommunen profitieren diejenigen besonders stark, die auf die kommunalen Leistungen oft angewiesen sind. Klein- und Mittelverdiener. Kurzum, wir sorgen dafür, dass ein Teil der Erträge zurückfließt an die Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen bezahlbare Energie für alle. Denn Klimaschutz darf kein Privileg für ein paar SUV-Fahrer in Berlin-Grunewald sein. Das schafft Akzeptanz, meine Damen und Herren, und es ist gerecht. Und es ist die deutsche Wirtschaft, die direkt vom Windkraftausbau profitieren wird. Bei den Geboten von Investoren fließt die CO2-Bilanz in der Produktion und der Einsatz für den Fachkräftenachwuchs mit ein. Das stärkt vor allem die heimischen Unternehmen und sorgt für gute Jobs hier vor Ort in Deutschland, auch im Norden. All das verknüpfen wir mit der Ausschreibung für innovative Speicher. Dazu zählen auch die Wasserstoffspeicher, die aus dem Strom gewonnenen grünen Wasserstoff direkt auch für den Winter einlagern können. Das könnte helfen. Wir haben ja schließlich ein Problem mit der Wärmeversorgung im Winter. All diese Vorhaben sind in Zeiten großer Energiesicherheit ein wichtiger Beitrag für mehr Sicherheit und Innovation, meine Damen und Herren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der demokratischen Opposition, stimmen Sie den Gesetzesentwürfen zu und lassen Sie uns heute wirklich ein starkes Signal nach Hause schicken zu den Eltern und Kindern. Wir haben verstanden und jetzt legen wir los. Vielen Dank. Bengt Bergt für die SPD-Fraktion. Das war jetzt tatsächlich der drittletzte Redner in dieser Debatte. Ich verweise nochmal auf unser Bild im Bild. Sobald sich in London was tut in Sachen Rücktrittserklärung Boris Johnson, wobei der Vorgang, dass er als Parteivorsitzender zurücktritt, wohl schon mehr oder weniger amtlich zu sein scheint. Warten wir noch auf den Vorgang zum Premierministerjob. Dann schalten wir natürlich live nach London. Einstweilen hören wir noch Konrad Stockmeier zu aus der FDP-Fraktion. Wir wagen in der Energieerzeugung vor allen Dingen auch mehr Freiheit. Denn wir dezentralisieren die Energieerzeugung und stärken dadurch die Beteiligungen der Bürgerinnen und Bürger. Wir machen Unternehmen und Haushalte zu Produzenten und stärken damit auch ihre Unabhängigkeit. Wir wagen also mehr Fortschritt mit mehr Auswirkungen für ganz Deutschland. Und das freut mich ganz besonders, und daran möchte ich es exemplarisch klar machen, auch für meinen Wahlkreis Mannheim, für mich zu Hause, für uns zu Hause. Erster Punkt. Wir müssen dort zum Beispiel aus der Kohleverstromung raus. Da hängt viel Fernwärme dran. Da ist jetzt in der Fernwärmeversorgung viel Potenzial bei der Geothermie, der wir hier auch einen Schub verleihen. Da gibt es im Oberrheingraben riesige Schätze zu bergen. Das schieben wir an. In der Kombination aus neuen Möglichkeiten im Mieterstrom und Speichertechnologien schieben wir auch das kommunale und das Quartierswärmemanagement an. Der Kollege hat das Stichwort der Wasserstoffspeicher genannt. Da ist viel im Gange. Auch da werden Kommunen unabhängiger werden. Und für Baden-Württemberg und Bayern von besonderer Bedeutung: Wir stärken auch die kleine Wasserkraft. Dafür haben sich die Freien Demokraten stark gemacht. Und dafür haben wir nebenbei bemerkt auch nicht die Ratschläge aus München gebraucht. Ich meine, mit den energiepolitischen Wendemanövern von Markus Söder ist rein gar nichts anzufangen. Vielleicht kann man den Wind, den er damit erzeugt, mal energetisch nutzen. Und was überhaupt das Thema Tempo und so weiter betrifft, kann ich auch nur noch mal nach Baden-Württemberg gucken. Liebe Freundinnen und Freunde von der CDU, die Landtagsfraktion, die steht dort bei jedem innovativen Projekt ständig auf der Bremse. Wir laden Sie hier heute ein, bei unserem Tempo mitzumachen, denn jetzt geht's voran. Vielen Dank. Konrad Stockmeier aus der FDP-Fraktion, und ihm wird jetzt abschließend folgen in der Debatte Franziska Kersten, nochmal aus der SPD-Fraktion, wie die allermeisten Redner hier, Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Sie sehen, Sie hören an meiner Stimme, wir haben wirklich hart verhandelt, aber fast alle haben heute betont, dass wir wirklich wichtig den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringen müssen. Und Herr Merz, ich kann es Ihnen nicht ersparen, es war die Union, die das in lange Jahre verhindert hat.
Unsere Koalition hat jetzt einen Kompromiss gefunden, auch zwischen Umweltschutz, zwischen Klimaschutz und Artenschutz. Wie machen wir das? Wir denken beide Themen zusammen. Das neue Bundesnaturschutzgesetz haben wir artenschutzrechtliche Vorgaben wie die Mindestabstände zu den gefährdeten Arten beibehalten. Windräder werden auch jetzt vorrangig in den Gebieten gebaut, die wir dafür ausgewiesen haben. Und wir haben dadurch endlich bundeseinheitliche Standards. Und Frau Weisgerber, wir denken größer, genau weil wir das zusammenbringen. Wir haben die nationalen Artenhilfsprogramme angedacht. Wir werden Ausnahmen, wo Ausnahmen für den Ausbau der Windenergie gemacht werden, investieren wir an anderer Stelle in den Schutz der Biodiversität. Dafür ist besonders wichtig, es müssen Flächen zur Verfügung gestellt werden und Strukturen und Kapazitäten der Behörden vor Ort gestärkt werden. Bei den Flächen plädiere ich für eine Kaskadenlösung. Zuerst in Bau in ausgewiesenen Gebieten, erst dann in Landschaftsschutzgebiete und erst zum Schluss in besonders sensible Gebiete zu gehen, um die Biodiversität nicht zu stark zu gefährden. Genauso wichtig ist die Evaluation unserer Programme, damit wir wissen, ob und wie sie greifen. Deswegen haben wir zum ersten Mal den Begriff Evaluation in unser Programm aufgenommen. Das Ziel muss sein, dass kollisionsgefährdete Arten und ihre Lebensräume wirklich nachweislich und wirksam geschützt werden. Und das EU-rechtskonform, damit wir eine Klagewelle verhindern. Wir haben mit der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes den Weg freigemacht für den dringend benötigten schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Jetzt müssen wir Natur- und Artenschutz genauso beschleunigen. Franziska Kersten mit brüchiger Stimme. Weil Sie so lange verhandelt haben, sagt sie bis in die Nacht hinein damit an den Gesetzentwürfen, die hier vorliegen. Die Aussprache ist beendet und wir hören, was Bundestagspräsidentin Baas zum Prozedere sagt. Weil ich jetzt das Prozedere der Abstimmung erklären werde. Wir kommen nämlich gleich zu 5 namentlichen Abstimmungen, die wir nacheinander und getrennt durchführen. Die Abstimmungen erfolgen in der Westlobby. Und für jede Abstimmung haben Sie diesmal nur 10 Minuten Zeit. Bitte beachten Sie, dass die ersten 4 namentlichen Abstimmungen zu den Gesetzentwürfen jeweils zur Schlussabstimmung erfolgen. Ich bitte Sie also, nach jeder namentlichen Abstimmung wieder in die zweite Beratung des folgenden Gesetzentwurfs sowie zur Abstimmung von Beschlussempfehlungen und Entschließungsanträgen wieder in den Plenarsaal zurückzukehren. Also wenn es geht, nicht oben stehen bleiben an den Uhren, sondern wieder zur Abstimmung in den Saal kommen nach der jeweiligen namentlichen Abstimmung. Ich bitte jetzt die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Ich sehe den Daumen nach oben, die Plätze sind eingenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor. Es liegt eine Erklärung nach § 31 der Geschäftsordnung dazu vor. Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie empfiehlt unter Buchstaben A und B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksachen 2580 neu und 2656 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 1630 und 1979 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und die FDP-Fraktion. Gegenstimmen, das sind die Fraktionen Die Linke, die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Enthaltungen sehe ich nicht. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und namentliche Schlussabstimmung. Die Plätze sind besetzt. Ich eröffne die erste namentliche Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf. Dafür haben Sie 10 Minuten Zeit und ich bitte Sie, nach dieser Abstimmung wieder in den Saal zu kommen.
So, meine Damen und Herren, das ist recht sportlich, muss man sagen. 10 Minuten für die namentliche Abstimmung. Sie sehen, das Gerenne, hätte ich fast gesagt. Das ist natürlich unangemessen als Ausdruck. Aber es geht doch jetzt relativ zügig mit den Abgeordneten, die sich aus dem Plenarsaal in die Westlobby bewegen. Da haben wir auch Bilder für Sie vorbereitet, damit Sie sehen, wie die ersten Abgeordneten ihre Stimmkarten schon gleich einwerfen in die Abstimmungsurnen. Wie gesagt, 10 Minuten. Und es geht im Moment um den Gesetzentwurf zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiterer Maßnahmen im Stromsektor. Die Drucksache zu diesem Gesetzentwurf ist 276 Seiten lang. Da jetzt alle Punkte rauszufischen, würde ein bisschen zu weit führen, auch angesichts der weiteren Themen, die wir haben. Vielleicht nur ein paar Stichworte dazu. Also zum einen wird in diesem Gesetzentwurf festgehalten, dass das Ausbauziel für 2030 angehoben wird, und zwar auf einen Anteil erneuerbarer Energien von mindestens 80%. Dann soll die inländische Stromerzeugung bereits im Jahr 2035 nahezu treibhausgasneutral sein. Es geht hier um außerdem beschleunigte Verfahren, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht. Es geht darum, dass Bürgerenergiegesellschaften weniger bürokratisch agieren müssen, beziehungsweise deren Ansinnen, was Wind- und Solarprojekte angeht, weniger bürokratisch, niedrigere bürokratische Hürden haben. Die Förderung der Solarenergie wird nochmal beschleunigt, während wir den früheren Außenminister Heiko Maas in der Westlobby sehen und auch sehen, wie sich das Ganze da knubbelt. Aber das Ganze wird jetzt hier, wie gesagt, noch gut 7 Minuten gehen. Dann wird der nächste Gesetzentwurf aufgerufen. Dann werden wir dasselbe Prozedere hier haben. Aber Sie haben auch gesehen, meine Damen und Herren, dass sich auch an anderer Stelle in Europa etwas tut, nämlich in London, wo die Rücktrittserklärung von Premierminister Johnson erwartet wird. Und deswegen nutzen wir die Gelegenheit, wo hier gerade so friedlich, schiedlich abgestimmt wird, für einen kurzen Sprung in unser Studio und zu Marc Steinhäuser.